herzlich willkommen zur Katzenvermittlung für Februar und März. Schön, dass ihr euch eventuell für eine Katze bei uns aus dem Tierheim in Hannover interessiert. Und wir fangen an mit dem Bodo. Der Bodo ist 2006 geboren, ein schwarz-weißer Kater und seit Dezember 2015 bei uns im Tierheim. Ja. Jetzt kannst du ihn wieder nicht locken, ne? Nee, meine, eigentlich ist er ja auch ein bisschen auf Diät, aber wir wollen ihn natürlich auch ein bisschen von die Kamera locken. Komm hier. So fräsig ist er nämlich. Genau. Fangen wir einfach an. Ja. Toll wäre eine große Wohnung mit Balkon. Ja. Freilauf braucht er nicht. Ja, er wäre auch nicht abgeneigt, wenn man ihm auch Freilauf bieten würde. Aber wir denken, dass er mit einer großen Wohnung mit Balkon zurechtkäme. Er ist verträglich mit einem netten Mädchen, aber es sollte schon ein nettes Mädchen sein. Der Bodo sucht ein ruhiges Zuhause, kein Rambazamba, kein Trubel. Nee, genau. Also denn anfangs war er immer sehr, doch recht schüchtern und hat sich erstmal zurückgezogen. Auch hier eben braucht er ein bisschen Zeit. So, was wollt ihr hier alle? Alle wollen was? Und wir haben auch alles umgeräumt. Genau. Vorhin, als wir schon Aufnahmen gemacht haben, war er wirklich sehr, sehr schmusig. Genau. Na, also er muss das erstmal so abchecken und so. Und dann ist es aber echt eine kleine Schmusebacke. Ne? Also wenn er Vertrauen gefasst hat, ist er sehr verschmust, sehr süß. Ja, genau. Und er hat so eine Piepsestimme, ne? Ja, genau. Ne? Also er ist ja eigentlich ein großer Junge, so, aber er hat so eine richtige kleine Piepestimme. Er muss noch ein bisschen, wir haben ihn zwar jetzt reichlich bestochen, aber ein bisschen abnehmen darf er ruhig noch. Genau. Wir bürsten ihn auch regelmäßig, weil er war schon auf dem Rücken so ein bisschen verfilzt, weil er da nicht mehr so rankam. Ja, aber das findet er manchmal auch doof, ne? Wenn das zieht, dann bäh. Aber Bürsten muss schon sein. Ja, naja, im Moment noch, ne? Also das Fell war nicht so schön, aber jetzt wird es ja aber immer besser. Er hat ja auch schon abgenommen, ne? Er war ja noch ein bisschen dicker, ne? Ja. Also, und er hat sich wirklich gut gemacht hier. Das ist echt eine kleine Knutschkugel. Der Bodo, vorhin als wir da waren, war er, guck mal hier, du kannst so schön fein aus der Hand nehmen. Komm mal hier. Nein, da ist noch einer. Da ist noch einer, ich bin gefräßig. Infos zu Bodo gibt es natürlich direkt bei uns im Tierheim. Und mit einem schwarz-weißen Kater geht es weiter, und zwar dem Mozart. Mhm. Der Mozart ist 2013 geboren, seit November bei uns im Tierheim. Ja. Und der Mozart möchte unbedingt Freilauf haben. Ja, der Mozart ist, sag mal, er ist bedingt verträglich. Denn er möchte schon gerne der Chef sein. Gut wäre ein Kater für ihn, mit dem er sich auch mal so raufen kann. Und, oder vielleicht sogar gleich im Doppelpack mit dem Lennart. Der sitzt hier mit ihm zusammen. Mit den beiden klappt das ganz gut. Und der Lennart ist so ein scheues Jungtier, so ein verwildertes Jungtier vom August letzten Jahres. Und der hat natürlich ein tolles Sozialverhalten und da darf halt dann auch Mozart der Boss sein. Der Mozart ist halt ein gestandener Kerl, der genau weiß, was er will. Ja, genau. Deswegen sollten es auch erfahrene Halter sein. Willst du mal in die Tüte rein? Und die ihm auch nicht zu sehr bedrängen, sondern ihm wirklich genügend Freilauf lassen. Und es sollten keine Kinder im Haushalt sein. Der Mozart ist, das sieht man, sehr verfressen. Ja, deswegen obert mit den Fingern. Weißt du, das kann auch sein, dass er dir die Tüte gleich aus der Hand reißt. Das ist aber er ist auch leicht gestresst, ne? Ja, also er ist schnell gestresst in unbekannten Situationen und dann schnell auch überfordert. Ne? Was soll ich machen? Ja, genau. Und ich sag mal so, diesen Umgang mit uns Menschen hat er eigentlich hier erst so gelernt. Ne? Also er ist da wirklich schon gelassen geworden und er kommt auch mal zum Schmusen und so. Aber halt, wenn dann so eine Situation ist, dann ist er halt doch noch manchmal sehr schreckhaft. Könnte auch mal das kann zu lang. Ja, na klar. Der hübsche Kater Mozart, auch schwarz-weiß. Wir sind diese Monate ein bisschen schwarzlastig. Ja, es ist ja häufig auch so, dass gerade die schwarzen Tiere auch häufig übersehen werden, obwohl die... auch nicht so angesagt sind. Ne? Schwarz sagen sich immer, nee, weiß ich nicht, weil der ist so bildhübsch. Ja, der ist wunderschön, ja. Und wunderschöner schwarz-weißer Kater. Mozart, einfach mal in Natura sich den Mozart angucken, natürlich direkt bei uns im Tierheim.
Siehst du denn, der Lennart ist geflüchtet. Der Mozart möchte gerne aus der Tüte essen. Ja, das siehst du ja. Der bedient sich aus der Tüte. Weiter geht's mit der Babette. Die Babette ist im Mai 2015 geboren, silbergrau, weiß und wie ich finde, bildhübsch. Findest du auch, ne? Finde ich auch. Findest du auch? Finde ich auch. Und sie ist bei uns im Tierheim seit dem 5.01.2016, also 6 Wochen. Der Kameramann findet sie übrigens auch bildhübsch, hat er mir gesagt. Du bist jetzt albern, ne? Du junges Ding. Die Babette möchte unbedingt Freilauf haben. Ist verträglich mit anderen Katzen. Ja. Möchtest du auch was sagen? Ja, und sie ist ein junges Ding. Sie ist nämlich wirklich jung, lebendig, verspielt, lustig. Weiß aber jetzt schon genau, was sie will. Genau. Also, charakterstarke Katze, sehr selbstbewusst. Ja, das ist sie. Deswegen sollten, ich sag mal, in der Familie schon, wenn dann Teenager sein, also... denn sie kann auch schon mal so ein bisschen zickig sein, wenn ihr was nicht passt. Also ganz kleine Kinder, da wäre sie nicht für geeignet. Halt eine selbstbewusste, junge, ganz junge Dame. Ja, genau. Keine kleinen Kinder, haben wir gesagt, wenn ja. Dann sollten es Teenager sein. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und die ist auch wirklich süß. Total süß. Absolut, ne? Und bildhübsch. Und bildhübsch, haben wir noch nicht gesagt. Ne? Babette, Infos zu ihr. Direkt bei uns, hinter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Du bist auch so eine kleine Maus. Ja, du magst sie, ne? Ich mag die, ja. Mhm. Tobi, magst du sie auch? Findest du sie hübsch? Ja. Tobi findet sie bildhübsch. Bevor wir euch Monkey, Jackie und Amy vorstellen, kommen wir erstmal zu den Katzen, die aufgrund der Katzenvermittlung vom Vormonat vermittelt wurden. Und das wären da die tollen Kerle Pumerl und Eduard. Ja, und einige scheue Jungkatzen sind bereits vermittelt. Wie jeden Monat, so auch diesen Monat, wünschen wir toi 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 für viele tolle gemeinsame Jahre. So, einige Katzen wurden nicht vermittelt. Ja, es war ja auch ein Sorgenkind-Spezial und da bedarf es ja auch ein bisschen längerer Zeit und man muss häufiger kommen. Aber sie sind halt alle noch zu haben. Also ihr müsst euch auf jeden Fall nochmal die Katzenvermittlung vom Vormonat anschauen. Ja. Und da zeigen wir euch nochmal die Bilder zu. Die bezaubernde Lucy. Ja, der charmante Kerl, Hans-Joachim. Die schüchterne Luna. Lina heißt sie. Lina, ja, stimmt. Vielleicht soll ich doch mal eine Brille aufsetzen. Die besondere Tanisha. Prinzessin Alice. Ja, und auch noch einige scheue Jungkatzen sind immer noch zu haben. Also unbedingt nochmal angucken. So sieht das aus. Und jetzt geht's weiter mit Monkey, Jackie und Amy. Mhm. Monkey und Jackie gerne zusammen. Ja. Die hocken immer irgendwie so aufeinander, ne? Genau. Also die, seitdem die hier sind, kleben die eigentlich aneinander und deswegen würden wir sie gerne zusammenlassen. Die Amy, die zieht sich noch sehr zurück. Die braucht auf jeden Fall auch einen Sozialpartner. Hm? Die sind alle drei 2012 geboren, seit Dezember bei uns im Tierheim. Ja. Aus gesundheitlichen Gründen des Halters, der hatte mehrere Katzen. Ja, die haben in einem Haus gelebt, konnten immer rein und raus. Deswegen benötigen sie auch wieder Freilauf. Sie sind auch sehr verträglich, aber sie brauchen halt wirklich eine lange Eingewöhnungszeit. Sie sind sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, ja. Sie brauchen also wirklich viel, viel Zeit, um aufzutauen. Ja, genau. Da suchen wir auf jeden Fall ein ruhiges Zuhause mit erfahrenen Haltern. Ja. Die Jackie, das ist die mit der weißen Schnute, die kommt schon mal so zum Schmusen, haben wir ja auch vorhin gesehen. Und der Monkey, etwas langhaarige Kater, der taut auch schon auf. So ganz langsam. Ja. Wie gesagt, die Amy, die zieht sich halt noch zurück und faucht und so und würde da auch nochmal so hauen. Die braucht unbedingt einen Sozialpartner, so einen zutraulichen, netten Sozialpartner, der die Scheu nimmt, ne? Genau, von dem sie sich was abgucken kann. Bilder habt ihr gesehen dazu, jetzt sind sie alle versteckt. Ja. Ja, man sieht sie teilweise, unten ist er drin. Monkey, Jackie, möglichst zusammen, wäre super. Und Amy. Und Amy. Infos bei uns im Tierheim. Mit einem Sorgenkind geht es weiter, und zwar mit dem bildhübschen Perserkater
Erich. Der Erich ist 9 Jahre alt und ist unser Sorgenkind. Warum unser Sorgenkind diesen Monat? Ja, der Erich ist aus einer Vermittlung zurückgekommen. Und zwar hat er die fahrende Katze scheinbar als Konkurrenz gesehen und reagierte dort mit Unsauberkeit. Also er möchte wohl wirklich so seine Leute für sich haben. Ne? Also er mag auch nicht gerne alleine sein? Nee, auf gar keinen Fall. Ne? Also das ist nämlich hier sein Problem. Er buhlt regelrecht um Aufmerksamkeit und also deswegen denken wir halt wirklich, er braucht wirklich Leute, die viel, viel, viel Zeit für ihn haben und wo er halt wirklich der Mittelpunkt ist. Ne? Hm? Der Balkon reicht aus? Ja, Wohnung und Balkon. Und Einzelkatze jetzt auf jeden Fall. Er hat zwar auch früher schon mal mit anderen Katzen zusammengelebt, aber wie gesagt, also er möchte, die Eifersucht scheint zu groß zu sein. Er ist sehr verschmust und wirklich anhänglich. Ja. Wir haben vorhin bei den Aufnahmen, Schmuseaufnahmen, schöne Aufnahmen gemacht. Ja. Er lässt sich auch bürsten. Ja, also er ist wirklich ein zuckersüßer Charmeur. Er ist halt sehr sensibel und es kann halt auch sein, gerade wenn er, sage ich mal, einen Ortswechsel durchmacht und Stress und so, dass auch da dann mit Unsauberkeit zu rechnen ist. Ne? Also das, bis er sich eingelebt hat. Genau, bis er sich eingelebt hat und vor allem, wie gesagt, also ganz, ganz viel Zeit. Es reicht ihm nicht, wenn die Leute berufstätig sind und dann abends mal eine Stunde Zeit für ihn haben. Das, also zu dem Herzkampf, zu der Tablette, hast du schon gesagt, das ist aber in den Kosten in einem überschaubaren Rahmen. Nein, das haben wir noch nicht gesagt. Jetzt hast du so gesagt. Also, außerdem, ne, deswegen auch Sorgenkind. Er ist herzkrank und bekommt einmal täglich eine Tablette. Genau. Was aber von den Kosten im überschaubaren Rahmen ist. So sieht's aus. Und er hatte Ohrpolypen. Genau, und zwar beidseitig. Die sind aber erfolgreich operiert worden. Er war jetzt gerade noch mal zum Check-up. In den Ohren sind aber so verstopfte Drüsen. Das heißt, regelmäßige Ohrreinigung ist auch hier nötig. Aber kein Problem, ne? Die Bürste ist für ihn kein Problem. Kein Problem. Ohrreinigung lässt er auch prima über sich ergehen. Und seine Herztablette nimmt er natürlich auch gern. Du kennst den Erich, ne? Du magst den Erich auch, ne? Ja, klar mag ich den Erich. Der ist ja auch wirklich zuckersüß. Wie lange war er bei dir im Krankenstall? Ach, das ist schon länger her. Aber da war er halt auch nach seiner Ohr-OP, ne? Der Erich, Perserkater. Ich finde auch, er ist wirklich bildhübsch. Knapp 10 Jahre alt. Unser, ich sag mal, kleines Sorgenkind diesen Monat. Ja, ist schon ein Sorgenkind. Man muss sich schon auf ihn einlassen. Ne? Ah, okay. Infos direkt bei uns im Tierheim. Du bist ein Hübscher. Guck mal, ist immer aus der Hand. Hier. Nein, gerade so. Ja, natürlich aus der Hand. So, ich musste mal eine schlaue Brille aufsetzen. Alte Männer und nicht gucken können. Weiter geht's mit dem Mizebello-Gewinnspiel. Wie jeden Monat. Natürlich auch diesen Monat. Habt ihr die Möglichkeit, einen 25-Euro-Gutschein zu gewinnen, sofern ihr ein schönes Foto von euch und eurer Katze an tierheim.tv@tierheim-hannover.de schickt. Zwei haben wir rausgesucht. Ja, ich fange mal an. Du fang mal an. Und zwar habe ich hier die Linda mit ihrer Katze Purzel. Die beiden kommen aus Isernhagen. Und die beiden schlafen abends immer eng umschlungen ein. Und das Foto ist ein abendlicher Schnappschuss ihres Mannes. Ja, und ich habe den Joachim mit dem Kater Leo aus Attendorn und das liegt im Sauerland. Auch dort wird Tierheim TV geschaut. Freut uns wie immer. Mhm. Und der Joachim nimmt bereits zum zweiten Mal am Gewinnspiel teil. Im November 2015 hat er es schon mal probiert. Willst du ziehen? Ja, vielleicht klappt es ja diesmal. Achso, du ziehst. Dann musst alles du mischen. Und da kann ich ja meine Brille wieder absetzen. Dann kommt es ja vor. Die alten Männer und die Altersweise. So, mach mal. Oben, unten, oben. Ich nehme hier. Du willst du oben nehmen? Dann mach mal. Und gewonnen hat die Linda Plappert mit Katze Purzel aus Isernhagen. Herzlichen Glückwunsch. Der Gutschein über 25 Euro wird ja in Kürze von Mizebello zugesandt. Beides wirklich schöne Bilder. Nochmal Foto von euch und eurer Katze an tierheim.tv@tierheim-hannover.de. Und jetzt geht's weiter
mit Bonnie und Clyde. Ja. Und Silke sagte zu mir, die heißen eigentlich gar nicht Bonnie und Clyde. Da möchte ich jetzt noch mal was zu wissen. Die hießen ursprünglich mal Hund und Katze. Aber Hund und Katze? Ja, aber nein. Bei uns heißen sie Bonnie und Clyde. Das ist doch besser. Und die sind wirklich ganz, ganz bezaubernd. Beide 2005 geboren, ja. Seit Oktober bei uns im Tierheim aus persönlichen Gründen. Und es sind ja doch beides relativ große Sorgenkinder. Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist hier die Bonnie, die ist die etwas rundere von den beiden, ja. Ne, kompaktere. Die Bonnie ist herzkrank und bekommt einmal täglich eine Tablette ins Essen. Die isst sie aber gut, sie isst ja generell gut. Mhm. Und ja, der Clyde, der hatte halt Oxalatsteine und der muss jetzt halt lebenslang Diätfutter bekommen, also so ein Spezialfutter. Ja. Was aber im Fachhandel zum Beispiel auch von Alimonda ohne Probleme. Genau, und das ist da auch gut. Also da kennt er nichts. Weil beide gefräßig sind. Deshalb. Ja. Die beiden gibt es nur zusammen. Da reicht bei beiden die Wohnungshaltung. Ja. Und wir suchen, auch weil sie schon ein bisschen älter sind, ruhig ein ruhiges Zuhause ohne Kinder. Ja, denn am Anfang sind sie doch recht schüchtern. Also gerade der Clyde zieht sich so anfangs erstmal so zurück und traut der ganzen Sache nicht so. Die Bonnie ist schon vorwitziger, die kommt dann schneller. Aber wenn sie auftauen, dann sind die echt so süß. Die erzählen, die plappern. Die plappern beide. Ja, die kommen an, schmusen und küssen und genießen so die Aufmerksamkeit. Also ganz, ganz bezaubernd. Katzenerfahrene Teenager denken mal, würde funktionieren. Ja, genau. Und und dann sind sie natürlich, ich sag mal so, große Sorgenkinder. Alt, schwarz, krank, ne? Und dann auch noch zusammen. Also das muss man erstmal. Das wird wieder ein bisschen schwieriger. Schwarze Katzen ist immer so, wo man immer sagt, dann, oh nee, schwarze Katzen will ich nicht. Ist nicht so im Trend. Ne? Nee. Aber ich sag mal, die neuen Halter, die werden uns dankbar sein für so tolle Tiere. Muss ich echt sagen, die sind toll. Bonnie und Clyde und nicht Hund und Katze. Die hießen wirklich Hund und Katze vorher, ne? Komm her. Ich finde das ja noch ein bisschen eigenwillig von den Namen. Ja, erzähl, genau. Infos zu Bonnie und Clyde gibt es unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Und wie bei allen Tieren, ob Hund, Katze, am besten immer persönlich vorbeikommen. Und die sind auch in Natura wirklich ganz, 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 ganz süß. Zauberhaft, ne? Zauberhaft, wirklich. Eine Püppi. Sagst du, bei der Jenny, unserer letzten Katze diesen Monat, 2006 geboren, die dreifarbige Katzen-Oma, 10 Jahre ist schon eine Seniorin. Die ist seit November 2015 bei uns im Tierheim, da haben sich die Halter getrennt. Eine Wohnung mit Balkon reicht aus, sie braucht keinen Freilauf, meine Wände ist natürlich auch schön. Ja, also sie kennt es, Wohnung und Balkon. Es waren auch ursprünglich ein Katzenpärchen, aber die beiden Damen haben sich hier im Tierheim nicht mehr vertragen. Und Jenny möchte eigentlich lieber eine alte Katze sein, genau. Wir suchen für sie ein ruhiges Zuhause mit erfahrenen Haltern. Sie ist ein bisschen unsicher, ne? Ja, und am Anfang war sie auch sehr schüchtern und so ein bisschen unnahbar. Aber deswegen sage ich ja, eigentlich ist es eine Püppi, ne? Also es ist wirklich so eine zarte Puppe, die einfach Zeit braucht, um aufzutauen. Und dann kommt sie auch an und ist dann auch freundlich, neugierig und kommt auch zum Schmusen. Sie ist auch von der Größe eine richtige Püppi, ne? Die ist eine richtig kleine Püppi. Ich weiß, vorhin stand welche von der Suite, die ist doch höchstens 2 Jahre alt und war dann baff. Die ist 10 Jahre alt, das sieht man ja überhaupt gar nicht an. Mm-mm. Absolut gar nicht. Nee. Ja. Anfangs, also wenn sie dann neugierig ist, taucht die schnell auf und ist dann auch sehr freundlich. Ja, genau. Und dann aber sie möchte schon selber entscheiden, wann geschmust wird oder nicht. Genau, so sieht das eigentlich aus, ja. Sie hat eine alte Fraktur und auch zu eng stehende Wirbel und muss deswegen lebenslang ein Schmerzmittel bekommen. Und seitdem sie das bekommt, ist sie eigentlich auch so ausgeglichener. Also es hat ihr schon ein bisschen zugesetzt. Die Jenny, ja, jetzt überlegt sie die ganze Zeit, kommt sie, aber jetzt hat sie die Kamera mal. Jetzt hat sie den Kaffee, genau. Jetzt geht sie lieber zum Kamera. Ja, genau.
Die Jenny, unsere letzte Katze diesen Monat, auch so ganz klitzekleines Sorgenkind, aber wirklich ganz, ganz kleines Sorgenkind. 2006 geboren, dreifarbig, bildhübsch, die kleine Dame, die eigentlich aussieht, als ob es ein kleines Mädchen wäre. Ist ja auch ein kleines Mädchen. Aber auch da sage ich, 3-4 Mal hier rein, dann wird man sehen, wie toll die ist. Ja, ne? In ihre Suite zum Kennenlernen. Infos gibt es natürlich dennoch auch direkt am Telefon bei uns im Tierheim zur Jenny. Das war die letzte Katze diesen Monat. Wir verabschieden uns von euch. Natürlich noch die Hinweise für die Zuschauer, die uns auf H1 sehen. Am 18.03. ab 20 Uhr seht ihr unser Tierschutzmagazin, 30 Minuten lang. Termine und die Wiederholungstermine sind auch gerade eingeblendet. Eine Woche später, am 25.03. von 20.15 Uhr, eine Stunde lang, die aktuelle Hunde- und Katzenvermittlung. Ja. Wollen wir uns jetzt nochmal verabschieden? Machen wir, ne? Machen wir. Okay, dann sehen wir uns auf jeden Fall nächsten Monat wieder. Wir freuen uns. Tschüss. Oh, believe. Bis dann, tschüss.